Nur die ganz Großen schaffen es von den Stadien der Welt in den Comicbuchladen. Nun hat es auch David Beckham so weit gebracht. In der Jubiläumsausgabe der britischen Comiczeitschrift Zebino trifft er auf seinen alten Weggefährten Sir Alex Ferguson. Becks zieht in die Nachbarschaft und kann seinem Ex-Trainer einfach nicht entkommen. Im Mittelpunkt Beckhams nicht immer harmonisches Verhältnis zu Ferguson, der berühmt war für seine Hairdryer-Treatments, seine Wutausbrüche, mit denen er so manches Haar trocknete und letztlich auch Beckhams Abgang mitverantwortete. Der Schuhvorfall aus der Kabine darf natürlich nicht fehlen. Nach einer Niederlage wurde Beckham am Kopf getroffen und zog sich eine Platzwunde zu. Der Schütze, Alex Ferguson, bei einem Wutausbruch.